Hallo und guten Abend an alle. Der heutige Impuls und die Möglichkeit zum Austausch widmet sich einem Thema, das nicht nur der Schatten der Freude heißt, sondern letztendlich geht es um etwas noch Interessanteres. Ihr wisst ja, das Stichwort ist Schadenfreude. Der Anlass zu diesem Impuls war sehr witzig, weil wir ein nettes Wochenende hatten mit einem befreundeten Ehepaar und erlebten eine sagenhafte Schattenfreude, weil einer bestimmten Person etwas nicht gelungen ist und so weiter. Und dann sagte ich, okay, das nächste Mal schreibe ich mal darüber ein paar Sätze, weil das Phänomen der Schadenfreude vermutlich so alt ist wie die Menschheit. Und das ist eine merkwürdige Zusammentreffen von etwas, was wir ja normalerweise durchaus als das Positive schlechthin nennen, nämlich Freude, und gleichzeitig der Schaden. Und diese Kombination ist schon interessant und sie funktioniert herrlich. Man kann sehr gut lachen, obwohl es irgendeinem anderen irgendwas nicht gelingt. Und dass das funktioniert, ist es wert, ein bisschen genauer betrachtet zu werden. Und das tue ich jetzt nochmal kurz, nämlich, wie kommt es dazu, dass wir so etwas empfinden wie eine authentische, gute Freude, obwohl irgendeiner Person etwas nicht glückt? Und was bedeutet das? Also, normalerweise lachen wir nicht immer, wenn einem was nicht glückt. Manchmal sind wir eben traurig oder wir können das nachempfinden und leiden mit, empfinden tiefe Bewegtheit und so weiter und so fort. Aber manchmal eben lachen wir, zumindest innerlich. Natürlich können wir uns das nicht immer zugestehen und schon gar nicht vor anderen es tun, aber häufig ist es, ha, Gott sei Dank, siehst du und so weiter. Und dann kommt so ein Grinsen, ein innerliches, verkniffenes Grinsen oder, wenn die Umstände es erlauben, ein richtiges Lachen, weil es doch so nicht glückte. Und jetzt warum? Wie kommt es zu diesem Lachen? Aus meiner Perspektive entsteht die Schadenfreude nur unter ganz bestimmten Umständen. Nämlich, wenn wir zum Beispiel etwas gerne tun würden, und uns aus verschiedenen Gründen nicht trauen. Und deswegen tun wir es auch nicht und haben beispielsweise eine Erklärung dazu, warum nicht. Jemand anders traut sich. Und würde es ihm gelingen, hätten wir ein erhebliches Problem. Denn dann sehen wir, dass wir einfach nur feige sind. Und das wäre kein Grund zum Lachen. Aber andersrum, wenn wir etwas tun möchten oder einen Impuls verspüren, etwas zu tun, uns nicht trauen, dieses zu tun, eine andere Person traut sich in der ähnlichen Begebenheit und scheitert, dann freuen wir uns, weil wir uns bestätigt fühlen, dass wir doch irgendwo im Recht sind und dieses Scheitern der anderen Person entschuldigt uns und verwandelt dieses Nicht-Trauen zu einer ganz weisen Entscheidung. Und dann sind wir wirklich froh, dass es anderen auch nicht glückt und damit, wenn wir sagen, na gut, eigentlich war der Selbstzweifel im Sinne, ja, traue ich mich, traue ich nicht. Nein, das war kein Selbstzweifel, sondern das war ein berechtigtes Erwägen. Und wie wir sehen, den anderen funktioniert es auch nicht. Also wir sind doch nicht so schlecht. Und wir können sogar noch uns sehr darüber freuen, dass das eigentlich ganz richtig war, was wir gemacht haben. Nur blöderweise freuen wir uns eben oder lachen. Und lachen über den anderen, dass er sie so dumm war, etwas zu tun, was eigentlich nicht geht. Und dieses Lachen ist so ein Erlöstsein von dem kleinen Zweifel an sie selber, weil jetzt bekommt es eine Bestätigung, dass ich doch richtig bin. Und das ist doch immerhin ein Grund zur Freude. Ich bin richtig.
Und deswegen ist die, beispielsweise die Schadenfreude ein durchaus interessantes Moment. Da drin steckt auch eine gute Prise Neid. Und eben, wenn es klappen würde, wäre ich neidisch auf das, was die Person erreicht hat, weil Neid auch so etwas in dieser Mischung bewirkt, dass ich etwas jemandem neide, aber nur immer dann, wenn ich das Gleiche tun möchte oder haben möchte, aus welchem Grund auch immer nicht in der Lage bin, aber dann sollte es die andere Person auch nicht haben. Und deswegen neide ich bestimmten Personen etwas. Wenn ich nicht, dann du auch nicht. Oder wenn es mir nicht glückt und dir auch nicht, dann freue ich mich. Denn wenn es mir nicht glückt, dir aber glückt, dann habe ich ein Problem und nicht Schadenfreude, sondern Neid. Also in diesem kurzen Statement wollte ich nur darauf hinweisen, dass diese beiden Zustände in uns durchaus sehr häufig sind und sehr viel mit unserer Art zu tun haben, wie wir uns eigentlich dem Leben ein bisschen verweigern. Verweigern heißt, dass wir schlichtweg zu häufig, wie man so schön sagt, Schiss haben, etwas zu riskieren und sind sehr froh, wenn es andere auch nicht tun oder wenn sie es tun, das dann nicht klappt. Denn dann sind wir alle so ein bisschen in so einem Schrebergarten einer Komfortzone. Und ja, siehst du, wärst du zu Hause geblieben und so weiter und so fort. Aber wie ihr seht, das Leben ist verrückt oder beziehungsweise einladend, beziehungsweise unberechenbar. Und das Leben will sich leben. Und häufig genießen wir oder sind auch froh, wenn es erzwungenermaßen vom Leben oder manchmal auch, weil der Impuls sehr stark ist in uns, wir doch etwas wagen. Und wenn im Zuge der Wagnis Landschaften entstehen, Erlebnisse kommen, die uns mit neuen, verschiedenen, positiven wie negativen, aber erlebnisvollen Momenten beschenken, und dann sind wir, wow, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Wie toll, dass ich den Mut hatte, es zu tun und so weiter und so fort. Und das kann man auf alle möglichen Ebenen anwenden, denn sowohl Neid wie auch Schadenfreude sind Standardbegleiter vieler Situationen in unserem sogenannten Alltag.